Hi ho, hi ho, wir sind vergnügt und froh. Ja, in der dritten Folge quasi, in diesem neuen Abschnitt quasi, wenn man so will. Wo die erste Folge echt schon hart anfing, muss man ja echt so sagen. Und eben drum sind wir ja hier dabei, uns jetzt hier ein bisschen Gold noch zu erarbeiten und andere Sachen. Bin ich hier mich irgendwie, ja, nee, kann ich mich nicht durchfressen. Ich kann mich höchstens außen rum graben, aber das ist doch doof, oder? Wir werden es mal nach hier drüben graben, wir werden hier hinten nur einfach irgendwo runtergraben. So machen wir das einfach mal. So. Wir haben zwei Bergarbeiter, wir haben ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, das haben wir gesehen. Und hatten echt ein paar Probleme gehabt am Anfangs. Weil wir schon gleich in der ersten Folge schon von zwei Orks angegriffen wurden, die noch die Möglichkeit hatten, sich zu teleportieren. Was dazu führte, dass wir. Na, ihr wisst schon. So. Ich habe jetzt hier hinten irgendwo, habe ich hier. Bin hier einen freien Raum gehabt jetzt hier. Habe ich ausgegraben. Wo ist denn der? Ach ja, hier hinten irgendwo, ne? Genau. Kann ich hier hinten nochmal ein paar Truhen einbauen, auf jeden Fall. Genau, hier jetzt habe ich jetzt nämlich vor, Truhen einbauen. Wir brauchen nämlich ein bisschen Lagerabstand. Lagerbestand haben wir nämlich nicht großartig. Zehn Lagerkapazitäten, das können wir auch einbauen hier noch. Ja, das bauen wir hier hin. Das war falsch. So rum. Wir werden das nochmal neu umbauen. Wir werden den Schrank mal hier hinbauen. So, mal Lagermöglichkeiten. Brauchen wir Lagermöglichkeiten. Darf man jetzt ein bisschen noch ein bisschen hier hin und her bewegen müssen mit allem. Die sind auch nicht so einfach hier, ne, Freunde? Aber egal, wir kriegen sie ja hin. Wer gedacht, wenn nicht. Oder? Ist auch so, ne? Ich werde schon mal die nächste Grabung mal anzetteln. Huch. Und zwar hier rüber. Ob das gut geht, weiß ich noch nicht. Das werden wir auch sehen. Kaufen, weil dafür bauen wir eine Treppe hin. Ich finde Treppen cooler. Was sagt ich? Wir haben schon wieder einen Gnom gefunden. Ach Mann. Militaries! Arbeit! Ja, die Zwerge vom Militär nicht mit Military-Zwerge einfach nur. Über Militaries, ne? Das ist in Ordnung, oder? So, Lagerbestand wird aufgebessert. Der Gnom findet es, glaube ich, gar nicht so lustig, dass ich mir jetzt hier seine Behausung weggegraben habe. Ist mir aber auch ehrlich gesagt fast gerade ein bisschen wurscht. Militaries, Angriff!
Hier haben wir eine schöne Treppe gebaut, die sieht gut aus, die gefällt mir auch ein bisschen. Baumaßnahmen von den ganzen Schränken haben begonnen, das ist sehr schön. Deswegen können wir jetzt mal die nächste Grabung angehen. Ich will jetzt erstmal nach hier oben, noch bei der Graben noch. Ich will jetzt wissen, was hier oben alles ist. Das ist mir ganz klar. Ihr sagt von wegen, nee, bau da lieber nach Berlang. Das ist mir total wurscht, ganz ehrlich. Wir sollten aber überlegen, ob wir nicht vielleicht hier hinten nochmal lang graben, dass wir hier vielleicht irgendwie noch einen Weg hier runterbauen irgendwie. Das hätte dann noch was, oder? Dass wir ein bisschen verwinkelt bauen, das wissen wir ja schon, das kennen wir schon aus anderen Folgen. Nicht? Genau. So. Ja. Hier gibt es ja jetzt Gold, wie ich gerade sehe. Das ist eine Goldader angestoßen. Das ist sehr schön. Forschung, was soll denn hier? Lichterweisen. Forschungsperiode, ihre Effizienz zu Forscher. Stoffressourcen, Lebenskraft eurer Zwerge, den nehmen wir mit. Okay. Oh, und schon wieder genommen. Wenn er mein Passwort 2K Hallo sagen will, ist mir scheißegal. Und ein Mauerroller gefunden. Guckt euch das mal an. Ach du Heilige. Egal. Militaries, ihr bekommt Arbeit. Läuft, ne? Schlosserei, wenn wir euch den Bau von zusätzlichen Strukturen hätten. Militärspezialisierung, das können wir noch machen. Kämpfer, ich finde Sperrkämpfer. Ich finde Sperrkämpfer nicht so praktisch, ehrlich gesagt. Muss ich so sagen. Lagerplatz haben wir aufgefüllt, das ist sehr schön. Also wir haben echt ein bisschen mehr Lagerfläche. Und deswegen werden wir uns jetzt mal mit dem nächsten befassen, dass wir hier wieder drunter bauen, das was ich ja tun wollte. Da ist auch noch ein bisschen als Kämpfer noch da. Dann schaffen wir uns hier einen Sperrkämpfer. So. Das hat den Hintergrund, ich will Steine hier bauen noch ein bisschen. Ups, den nicht.
Dann sollten wir mal das Gold vorher noch ein bisschen abbauen. Wie ich finde. Dafür muss ich aber erstmal wieder rauskommen, ich gerade sehe. Ups. Upsi. Nein. Hier hinten könnten wir jetzt anfangen, eine Leiter runterzubauen. Aber vielleicht kann ich erstmal eine Plattform geben wollen. Oder ich glaube eigentlich, dass ich mir das linke anhöre. Ist ja egal. Deswegen. Ah, okay, weil wir das den überbauen würden. Ich verstehe. Also ist das alles nicht so schlimm. Wir werden hier drüben noch innen rüberbauen. Nehmen wir diese Mittel hier, ist egal. Nicht so schlimm. Okay, macht nichts. Okay. Wir sind jetzt hier unten angekommen. Können uns jetzt auch hier unten runtergraben, dass wir jetzt die Stände abbauen. So. Wallersteine sind eine Ressource, die wir auf jeden Fall noch brauchen werden. Ich habe jetzt mal überlegt, dass ich jetzt hier unten in meinem anderen Ding hier noch ein paar Holzbäume hin schnell baue hier so. Das heißt also den hier rüber, dann da. Kostet zwar ein bisschen Gold, ist aber nicht so schlimm. Ist Holzressource halt. Wir haben es echt geschafft, hier eine halbwegs brauchbare Infrastruktur zu bauen. Aber ehrlich gesagt nicht weiß, wie ich es geschafft habe. Dann kommst du wieder raus hier, ne? Ja, dann muss ich mich auch im Weg hier raus haben. Das habe ich geahnt. Scheiße, mal egal. Hier unten bauen wir dann nachher noch weiter noch. Ich will mir erstmal ein bisschen hier hochbauen, wie gesagt. Das ist eigentlich so mein Plan gerade. Die haben einen langen Weg zum Bett, deswegen werden wir hier unten, eigentlich nicht, wenn sie jetzt den Weg hier runter bauen, was ich hier nicht machen kann. Weil ich kann ja jetzt hier schon eine Leiter anbauen eigentlich, oder? Warte mal. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Dann muss ich hier aber einen Wanddurchbruch machen. Ist ja nicht so schlimm, ne?
Das soll so funktionieren. Normalerweise. Ja, Freunde, wir haben uns ein bisschen ausgebaut. Wir haben auf jeden Fall schon geschafft, dass wir jetzt hier so ein bisschen wieder eine Infrastruktur reingekriegt haben. Wir haben ein paar Gänge gebaut. Wir haben schon etliches an Zwergen, an Blöcken abgebaut. Wir haben etliches an Gängen freigeschaltet. Das heißt, wir sehen uns nächstes Mal hier. Let's Play zu A Game of Dwarves. Bis dann, also tschüss!